was unsere Kämpfer aus der Türkei und England in dem Finale rausholen. Bis ja. 68 Kilo. Genau, also ich verspreche mir vor dem Kampf doch einiges, weil das sind zwei erfahrene Kämpfer, die auch schon viele Platzierungen gemacht haben. Gerade international. Chefkampfrichter bricht ein und holt seine Kampfrichter zusammen. Gibt wohl irgendein Problem, ich schätze mal, in der Technik, und das ist ja gut, das wird hier überprüft. Aber stell dir vor, der Kampf geht weiter, die Kampfrichter drücken und erscheint aber nichts. Soll schon alles vorgekommen sein. Ja. Da könnte ich jetzt ein paar Geschichten, wenn wir jetzt irgendwie überbrücken müssten, auspacken, aber ich hoffe, jetzt geht gleich weiter. Ja. Coaches nutzen die Zeit, nochmal ein bisschen Anweisungen an ihre Kämpfer zu geben. Ist ja auch ein langer Tag. Man kommt denn morgens hier um 8 in die Halle und dann steht man jetzt, ne, ist gleich 8, kämpft also, das Finale. Manchmal ist es ja auch noch länger. Es ist schon immens, was die Kämpfer und Coaches da oft leisten und Kampfrichter und Organisatoren. Ganzen Tag in der Halle und dann irgendwann nochmal Heimfahrt von 800 Kilometer. Aber die zwei Kämpfer interessiert jetzt erstmal nur, hier Punkte anzubringen. Oh, der war satt. Der war satt. Ein Kampf wird da heute gedrückt. Sieht man oben hier an einem kleinen Ständchen. Aber dazu sind mehr notwendig. Siehst du, vorne meinen wir, spielt der Berkay aus der Türkei gegen Peter aus Great Britain. Ja. Er spielt mit dem vorderen Bein. Ist aber doch noch irgendwie im Großen und Ganzen sehr verhalten. Ne? Ja. Und der direkte Hinter, den sieht man auch nicht mehr so oft. Doch mehr so ein Abtasten. Es sind noch 20 Sekunden zu kämpfen. Ja, der Engländer hat am Anfang schon versucht, so mit kleiner, schnellen Überraschungsmomenten irgendwie zu punkten, aber hat nicht geklappt. Und jetzt geht es weiter mit Abtasten. Ja, oh, der war drin. Drin, aber nicht gegeben. Nicht von der Technik gegeben. Ja, erste Runde vorbei, 1-0 für den Briten, aber auch durch nicht, das Kampfschum, ja. Nicht selber wirklich erkämpft, sondern ja, einfach gab einen ganzen Minuspunkt und somit ging der Punkt. Also die früheren Verwarnungen gewinnen immer mehr an Bedeutung, weil du siehst ja, jetzt in dem Fall gewinnt derjenige die Runde. Einmal aus der Fläche raus, zack, hast du auch. Einmal wieder hinfallen, auch wieder Punkt. Also die Bedeutung an der Paltums hat wieder zugenommen, die Bedeutung an der Verwarnungen, die jetzt als Kampfschirm gegeben werden, sind schon ein paar Veränderungen. So, Runde 2. Ist es denn manchmal auch, da denkt, sieht man genau dieses... Das war zu tief. Ich wollte es gerade sagen. Ist das Absicht denn, dass man auch den einen oder anderen so ein bisschen anschlagen will? Ich unterstelle es jetzt mal nicht. Gehen wir mal vom Guten aus. Ja. Ist einfach so im Gefecht. Passiert es halt mal. Es gibt Kämpfer, da sieht man, die lassen es einfach mit Absicht laufen und nehmen das Ganze gerne in Kauf. Was ich jetzt nicht okay finde. Oh, 4-2. Und 4-3. Drei Punkte davon durch Verwarnungen. Ja. Also Kampf gestaltet sich bisher so, wie die Weltrangliste zeigt. Ja. In Augenhöhe. Oh, der war. Leicht, aber der war. Und bringt die 7-3-Führung.
und 3-9. Siehst du? Und das denke ich. Also da sind wirklich viele, die sollen meiner Meinung nach nicht wirklich auf die Weste gehen, sondern sind so vorbereitende Tiefkicks. Ja. Ja, die kann man geben. Jetzt haben zwei gedrückt, sieht man hier, siehst du hier rechts dran. Jetzt müsste ihn eigentlich, weil er hat geklammert. Nach dem neuen Regelwerk ist jetzt nicht Kicks entscheidend für den Kampf, aber... Ja, wäre auch wieder... Oh, Knieblock eigentlich. Also Kampfrichter ist großzügig. Ja, vielleicht noch nicht ganz in dem neuen System... Ja gut, er zieht halt auch in Betracht, dass es jetzt gleich zum ganzen Punktabzug führt. Ja. Da muss man schon überlegen, wenn man da zu schnell an der Hand ist, das kann den Kampf schnell massiv beeinflussen. Letzte Runde. Ja, auch das Turnier neigt sich so langsam dem Ende zu. Also von früh, was haben wir jetzt, 8 Uhr bald. Aber es ist noch eine zivile Zeit, können alle Teams noch gut ins Hotel und zum Essen kommen. Wir hatten da schon Turniere, da kommen sie um 10 Uhr raus oder in Spanien schon nachts um 12. Ich hatte schon mal Finale nachts um 12:30 in Aachen. Also haben wir alles schon gehabt. Also hier in Hamburg, beste Organisation von der DTU und den Sportfreunden Hamburg. Oh! Ja, etwas orientierungslos, gefährlich. Auch wenn es nicht schön aussieht, aber macht es einfach ganz geschickt, der Brite, dass er jetzt irgendwie diesen Rhythmus auch so ein bisschen mitgeht. Ne? Weil er weiß ja, dass der Türke einfach jetzt was machen muss. Ne? Ja, aber der Akyol wirkt irgendwie, weiß ich nicht, so jetzt nicht so wie der harte Kämpfer, aber er hat es ja heute doch bis ins Finale durchgesetzt, was in der Klasse schon immens ist. Ja, war wieder einer von den vielen Tiefen. Kampfrichter lässt doch. Ist das denn schon diese Phase, wo auch ein bisschen Frust reinkommt, wo der Schmerz schneller mal durchschlägt? Irgendwann reicht es einem, dann will man das auch zeigen. Nee. Das war mehr Show als richtige Faust. Ja, 50 Sekunden noch. Ist alles noch drin, aber... Ja, jetzt siehst du, der Engländer, obwohl er jetzt doch so einige Punkte führt, nicht im Rückwärtsgang. Und ich frage mich oft, Kämpfer, die in Führung sind, auf einmal wechseln sie ihre Marschrichtung und Rückwärtsgang, weil sie in Führung sind und der Kampf gibt wieder. Er macht das, was seine Stärke ist, weiter. Hat noch 29 Sekunden. Hier sieht man auch den Coach. Ah, die war wieder ein bisschen mehr, ja. Die 15-5. Das ist schon Hausnummer. Oh, der war's. Also jetzt ein, zweimal schon sauber und nicht gewertet. Das sollte jetzt nicht mehr wirklich was... Und wenige Sekunden, da wird nichts mehr anbrennen. 15-5 für unseren Kämpfer aus England. Peter Longobardi holt sich den Titel. Sherman Open Winner. Ja, 2017. Immerhin sind auch wichtige Weltranglistenpunkte, die man dann so einfach mal mitnimmt. Jetzt nicht so wahnsinnig viele, aber... Das bringt Sätzen für ihn, ganz klar. Und bei den nächsten Turnieren kommt es halt immer später gegen die Mitfavoriten.